gab nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein. Soll euch damit betrauen. Ihr müsst... Dass Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Wir. Wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt. Studiert das wenig Wissen. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen und Liebe. Natürlich. Liam, ihr seid ein recker Einfallspinsel, wenn ihr annehmt. Wow! Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Ja, das ist der Dialog, den wir schon zum 10.000. Mal geführt haben. Tut mir leid, aber ich wollte einfach schon reinschalten, weil wir gerade mega die krasse Seeschlacht hatten. Also, was heißt mega die krasse Seeschlacht mit zwei Schiffen halt? Schreiten Sie in der Geschichte voran? Port Aubasquin. Truhen, Sammelpunkte, Aussichtspunkte. Ja, wir können doch hier rumlaufen, oder? Ist doch gar kein Problem. Und da hat da jemand was gegen. Leute, die was wollen, kriegen auf der Bollen, Freunde. Oh nein, ein Wal. Ist das ekelhaft, die schlachtenden Wal. Bah. Möchte ich nicht mit zu tun haben. Oh, geil, Alter, guck mal, Schnee. Wie geil ist das denn? Einfach mal so eine Insel, weißt du? Ist ja der Hammer. Muss ich nur mal gerade schauen, wo ist denn dieser Aussichtspunkt? Ah, dort oben, glaube ich. Colin McRae, dort oben. So, die lassen uns in Ruhe, ne? Die haben ja keine Probleme mit uns, denke ich mal. Ich habe keine Probleme mit ihnen, deshalb haben sie auch keine Probleme mit mir. Ganz einfache Rechnung. Aber es ist schon geil, dass das so ein bisschen hier in der Eiszeit spielt und so. Ich finde das schon mega, mega geil. Muss ich wirklich sagen, das gefällt mir an Rook verdammt gut. Alter, was ein Aussichtspunkt hier, guck mal. Ey, da unten ist so eine kleine Siedlung, guck mal. Okay. Basinga und Basimbo, ich werd heute da nicht mehr froh. Okay, wo sollen wir jetzt hinspringen? Müssen wir ins Wasser springen, oder was? Nein! Boah, das war knapp. Alter, war das knapp. Das war auch kein Adlersprung. Das war ein... Mir wird gleich schlecht Sprung. Boah, ach, da in Schnee. Wir hätten in Schnee reinspringen können. Ach so. Na, das muss man aber auch erstmal wissen, nicht? Lass uns mal schauen, ob wir da nochmal nach oben kommen. Wams. Super. Ja, hoch da, komm. Mr. Shy Patrick Comic. Go. Wo kommen wir denn hier lang, Alter? Voll die kleine Höhle und dann, zack, stehen wir plötzlich hier. Oh. Wohlstand. Aber warum ist da unten eine Glocke? Ich häng mich mal hier runter. Sind die denn böse, wenn wir hier rumlaufen? Ich sabotiere sie vorsichtshalber mal. Ich weiß es nämlich nicht, ob man uns hier mag oder nicht. Ich probier's mal. Hi. Also die haben schon mal nichts mehr zu melden. Finde ich superb. Oh, da hat uns einer gesehen gerade, ne? Oh. Oh, fuck. Ich warte nur auf den richtigen Moment, dass er sich umdreht. Da unten, guck mal. Oh, der macht uns aber nichts. Guck, die machen uns nichts. Das finde ich super. Was? Nein, du schlägst keinen Alarm, mein Freund. Ah, doof geht nicht, ne? Aha. Kacke gelaufen, Bruder. Stehen geblieben. Bums, leg dich doch dazu, mein Freund. Und riech an seiner Achsel. Was? Axel Stein oder was?
So, ja, ist ein bisschen blöd. Ich würde gerne mit der Hauptmission mal weitermachen, aber man kommt dann so viele Ortschaften vorbei, die man einfach entdecken möchte. Das ist echt voll scheiße. Also, nee, ist es nicht. Ich finde es ehrlich gesagt sogar ganz geil. Weil man halt Dinge entdeckt. Man entdeckt, es weckt den Entdeckerwahnsinn in mir. Wecke ihn auch. In dir. Diese übertriebenen Cornflakes-Werbungen immer. Wecke den Tiger in dir. Und dir. Taiko RC. So, vorsichtshalber mal. Was, chill dein Gesicht, Mann. Ey, schwätz Deutsch mit mir, Mann. Trampf dich aus. Ich weiß gar nicht, warum ich die alle töte. Ich müsste die eigentlich gar nicht töten, aber ich mache es. Ich habe Spaß am Töten. Töten ist meine Leidenschaft. Hallo. Na? Voll der brutale Killer einfach. Aber das ist, weil ich mir so unsicher war, ob wir hier sein dürfen oder nicht. Aber scheinbar haben die ja jetzt nicht so das Problem mit, ne? Also sie sind relativ gechillt dafür, dass wir Assassine sind und hier rumlaufen, sind die eigentlich ganz in Ordnung drauf, so. Ich hab die jetzt schlimmer eingeschätzt, weil da oben ist irgendwas. Die Frage ist, wie kommen wir denn da hin? Wir müssten mal auf die Toilette. Nein, Moment. Lass uns mal hier aufs Dach gehen. Und ich glaube, vom Dach aus würde das theoretisch gesehen funktionieren, dass wir hier auf die Äste springen. Halt dich doch fest! Halt dich doch fest! Nein! Ah, geht doch. So, ja doch, das funktioniert. Das geht. Aber hier rum. Schwupps. Dann hier rüber, dann dort. Nein! Mann! Das ist wie hingekackt und hingeschissen, aber. Yeah. Können wir denn auch dort hoch? Nee, das geht nicht, ne? Ach, Mann. Doch, wobei, warte mal. Ich glaube, wir können hier drauf, oder? Wir müssen eh auf das Dach hier. Da liegt nämlich auch noch was. Da gibt's. Was ist jetzt los? Warte mal. Okay, der Hund kratzt sich nur. Ich dachte schon, warum springt denn der auf einmal so auf, der Hund da? Was ist da los da, Mann? Ah, hier geht's auch. Guck mal. Pam, pam. Und... Wohlstand. Aua! So, dort auf dem Boden befindet sich irgendwo noch so eine Manschette. Die fette Manschette. Wo denn? Ach, hier. Oh, erstmal mit dem Kopf in der Wand. Gar kein Problem. Das war ein Briefschiff. Ich habe ein gigantisches Glied. So, jetzt aber genug getötet hier. Ich glaube, jetzt ist okay. Jetzt habe ich meinen Hunger gestillt. Meinen Hunger nach Töten. Jetzt ist, glaube ich, in Ordnung. Wobei, da hinten sind noch zwei in der Kiste. Ich glaube, die muss ich leider auch noch kontaminieren. Denn ich möchte diese Kiste. Darf ich da einfach so hin? Lasst ihr mich an eure Kiste? Nein? Okay. Alter, ich komme mir echt ein bisschen scheiße vor, gerade, dass ich die alle töte. Aber ganz ehrlich, so kann man auch ein bisschen trainieren, weißt du? Da kann man auch einfach mal sagen, hey, pass mal auf. Ich schnapp mir einfach mal, was weiß ich, meine Knarre, ja? Und ziele mal und probiere einfach mal aus, was passiert, wenn ich so mache, weißt du? Das heißt, ich kann spielen quasi trainieren, wie man dieses Spiel besonders gut spielt, um euch eben jenes Profi-Gameplay zu bieten oder bieten zu können. Das ist der einzige Hintergrund, warum ich das alles mache. Ich mache das für euch. Au. Oh, wie schön hier, ne? Was für eine wunderschöne Flora und Fauna, Freunde. So, jetzt muss man mal gucken. Eine Kiste fehlt uns noch. Irgendwo haben wir eine Kiste übersehen. Ganz da hinten am Arsch der Welt. Also da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht unbedingt holen. Also das ist in Ordnung, wenn wir die mal auslassen. Wir müssen ja nicht jede Kiste sammeln. Aber ich würde hier gern wieder raus. Muss ich da jetzt komplett außen rumlaufen oder ist hier irgendwo ein Loch? Ja, Tobi, in deinem Kopf. Können wir die Leiter hoch? Ja, wunderbärchen. Das heißt, wir kommen hier auch wieder runter. Hui! Pam! Und dann können wir wieder zurück zu unserer Morrigan. Morrigan! Andere leben vegan, wir leben Morrigan. Ne?
Bruder! Entschuldigung. Kann ich dich... Wie geil. Ey, pass mal auf. Du schwimmst da gerade gegen die Mauer. Das ist nicht gut, was du da machst. Aber egal. Ist mir wurscht. Wir hauen ab. Moin! Hey, jetzt ist es wieder ein Sperrgebiet. Was? I don't understand. Weg. Worte des Lieblingssohns. Connor ist dein liebster und einziger Sohn. Danach Hillis Erbe. Connor mag das Haus erben. Ich will die haben. Mentor. Hallo. Abwarten. Was nein, immer ihr sagt, Prinzregent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Du magst uns nicht mehr, wa? Mir wird schlecht. So, wir widmen uns jetzt endlich mal wieder der Hauptmission. Kann ja nicht sein, dass wir uns hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Wort ansehen. Vor allem will ich endlich mal wieder einen neuen Dialog haben hier auf dem Schiff. Ständig den gleichen Kram. Ach, Hille, so ein Ort, der hat euch beauftragt. Ach, der mag mich scheinbar nicht. Ständig der gleiche Scheiß. Kann ich keiner mehr hören. Kann man eigentlich dagegen fahren? Ah, können wir kaputt machen, super. So, da sind wir auch schon. Hallo. Wir sind es. Nein, mach die Schotten dicht, nicht der. Bitte nicht. Hallo. Andocken! Oh man, ein Fort, das wir nicht zerstört oder das irgendwie komplett am Arsch ist. Ist ja auch geil. Kann man ja auch mal machen, ne? Da gehen wir gleich hin. Erstmal plündern. Port La Joche. Oder Joche. Was haben wir da alles? Warte. 2 Truhen, 2 Sammelobjekte. Alles klar. Ach, die mögen uns aber nicht. Das ist ja rot. Hä, warum das denn? Sie können uns nicht leiden. Huch, wo ist jetzt die scheiß Kiste? Ich dachte, die wäre da unten. Oh, jetzt klettert doch da hoch, John. Was? Shay meine ich, nicht John. Habe ich gerade John gesagt? Ich meinte natürlich Shay. Hä, wo ist denn die scheiß Kiste jetzt? So, bin ich bescheuert? Ist sie da oben drin? Ach so, die ist hier oben drin. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Ups. Nur zur Sicherheit. Falls er uns blöd kommt. So. Schaffen wir uns hier noch die Muni? Munition! Ja, was haben die denn jetzt für Probleme? Ich hab sogar nichts gemacht. Jetzt doch alles übel, Freunde. Wir sind eine Familie. Dame, König, Ass, Spion. Vertraut mir, diese Ummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Also jetzt wird's aber langsam beleidigend. Verlässlich sind die Piraten. Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stimmt, was hoffst du doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen? Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Yo! Keine Sache für den Regisseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte. Ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles.
Fernrohr. Das Fernrohr ist Ihr wichtigstes Hilfsmittel auf See. Blicken Sie auf ein Schiff, um zu sehen, wie stark es ist und welche Fracht es geladen hat. Blicken Sie auf einen Ort, um dort alle verfügbaren Elemente zu sehen. Halten Sie nach oben, um es zu benutzen. Bewegen Sie R, um sich umzusehen, und benutzen Sie RT und LT, um näher ran oder weiter weg zu zoomen. Okay. It's easy, okay. Sollte ganz nah sein, Captain. Wo denn? Ach da, vielleicht. Da hinten. Kanonenboot. Schoner, da ist er doch. Ich hätte ihn gefunden. Dort, Captain. Ein englisches Schiff. Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lasst uns nichts übereilen. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr und seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiter. Auf euer Zeichen, Captain! Bums! Was, Walahoi? Don't let me kill Ade Wale. Bums! Manövrierunfähiges Schiff. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können dann entweder nahe heransegeln und B halten, um es zu entern und zu versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern, es beschießen und versenken, um die Hälfte der Fracht zu erbeuten. Halten Sie B in der Nähe des Schiffs, um es zu entern. Auf geht's! Gut, das haben wir natürlich schon längst gemacht, ist klar. Aber halt auch nur, weil wir Black Flag ja schon kannten. Und von daher ist das alles easy. Okay, und jetzt müsste es aber eigentlich hinhauen, dass wir hier rüberspringen. Jawolski, Podolski! Hallöchen! Bam. Tschüss. Bruder Holzbein. Hallo. Nein. Wir können aber auch mal mit Schwert und Dolch kämpfen. Hätte ich auch mal Bock drauf. Nix da. Weg mit der Kehle, die brauchst du sowieso nicht mehr. Sehr gut. Was soll mit dem Schiff geschehen? Ja, wir reparieren die Morrigan wieder, oder? Ja. Oder? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nee, wir machen mal das. Wir schlachten es mal aus, komm. Cool. Uns hat's arg. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Ah, ist es. Per se, Shay. Ein kleines Fischerdorf. Ist das der Ort? Hier liegt ein Fischer und Netze. Ei, per se und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischen gemütlich, Franzosen, das da aussieht. König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Guck mal, was für ein gemütliches, verschneites kleines Dörfchen. Ist doch wunderbar. Und da gibt's auch ein bisschen was zu tun. Das ist ja der Hammer. Hui! Aber jetzt erstmal ab zum Schiffsmeister. Um unser Schiff hier ein wenig zu verbessern. Machen wir natürlich umgehend. Wo ist der? Ach, hier ist er ja schon. Warte. Hallo! Schiffsverbesserung. Sie können Ihr Schiff beim Hafenmeister aufrüsten. Sie brauchen Rohstoffe, die Sie sich durch verschiedene Aktivitäten beschaffen können. Schiffe entern, Nachschublager plündern, Außenposten plündern, Siedlungen einnehmen. Okay. Hallo! Was darf es denn heute sein? Bitte ein Big Tasty Bacon mit ordentlich Pommes und einer kleinen Cola. So, erstmal das Schiff reparieren. Okay, können wir nicht. Kaufen. Morrigan verbessern. Was können wir denn jetzt schon machen? Okay, wir können die Rumpfverbesserung kaufen. Und die Breitseitenkanonenverbesserung. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal die Rumpfverbesserung. Können wir uns auch noch die Breitseitenkanonenverbesserung kaufen? Yo, das funktioniert auch noch. Easy weasy. Was da los? Perfekt. Sonst aber nichts, ne? Ach doch, hier.
Nee, können wir doch nicht. Okay. Perfekt. Okay. The ship is better now. Ja. Yeah. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Zum Fond auf Antikosti segeln, aber ich glaube, ich möchte fast schon noch ein Momentchen hier bleiben und hier vielleicht noch ein bisschen plündern. Aber leider nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Rogue. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ja, noch ein bisschen neben raus manövrieren sozusagen und dann halt einfach noch ein bisschen... Ja, ein bisschen sammeln, ein bisschen Geld einholen, ein bisschen auf der Insel erkunden, mal gucken, was es da so gibt. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid hier bei Assassin's Creed Rogue, morgen um 14 Uhr. Bis dahin, haut rein!